Und diese beiden hier. So, und ja, diese drei oder vier. Vier sind es noch. In einer Reihe. So, sehr schön. Ja gut, das lasse ich jetzt mal hier so. Da. Wie soll ich das denn machen? Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Das hier wird ja auch so tief gelegen sein, hier dann das Haus. So, hier kann aber auch Erde weg dann. Ja, das wird dann so ein steiler Abstieg hier. Von hier oben. Aber das macht ja nichts. Ja, okay, also dann werde ich mal Stein besorgen. Da sehen wir dann aber noch diese Balken hier. Oh, die kann ich... Ah, hier sieht man aber von außen. Ja, das macht nichts, dann sieht man den eben. So, jetzt würde ich gerne Steine holen. Ich kann mal ein bisschen das Inventar leeren. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. So, das kann mal da raus. Die lasse ich mal da. Die Erde kann weg. Das kann auch weg. Okay, gut. Ich glaube, ich will den Teleporter doch gleich versetzen. Dann noch ein bisschen tiefer legen. Okay, also wir müssen dahin. Und das der Glattstein der Zeugnisse. Das dürfte erstmal genügen. Und wieder zurück. Ja, komm, ich mach das. Das ist mir ein bisschen zu umständlich, wenn ich immer da raufspringen muss. So, zack, da rein. Und diese hier ins Inventar. Okay. So, dann hier. Ja, doch. Diese Kollegen hier alle weg. Das und das und das. So. Um den Boden kümmern wir uns später dann. Ah, jetzt kommt da wieder Wasser durch. Ja, und hier? Kommt da auch Wasser durch? Nein, da kommt kein Wasser durch. Da auch nicht. Aber da. Okay. Dann muss ich eben jetzt ein wenig dagegen ankämpfen. So, ah, jetzt geschafft. Ich könnte eigentlich konsequenterweise den Balken hier noch bis nach unten ziehen. Könnte ich mit dem dann aber auch machen. Ach, ist egal. Nee, lass ich so. Jetzt kommt da nochmal Wasser durch. Das macht nichts. So, wir schließen das gleich wieder. So, damit ist das Wasser zu. Da aber jetzt noch tiefer buddeln. Ja, das wird schwierig. Obwohl das von der Höhe her... Das könnte eigentlich reichen. Ich will mal ein bisschen gucken, wie das da aussieht. Ja, wir könnten das aber auch als Boden nehmen hier. Wenn ich jetzt das wegmache... Ja, das geht nicht, ne? Nee, komm, dann machen wir das so. Wir machen das als Boden hier so. Aber das sieht doof aus hier. Nee, ich will das weghaben. Ich will da... Das hier kann es bleiben, aber hier soll noch so ein Holzbalken hin. Ich brauche da nicht wegzulaufen. Ich habe keinen hier. Aktuell. Das macht nichts. Dann müssen wir den später noch ersetzen. Da habe ich draußen einen hingesetzt, was ich gar nicht wollte. Mal schauen. Ja, das kann weg hier. Ja, ansonsten sieht das hier schon mal ganz gut aus. Dann sollte man vom Wohn... Ja, da musste man... Ach, wie macht... Nee, halt gerade klar. Der Wohnraum soll ja oben drauf. Richtig. Das heißt, ich kann hier alles wegmachen. Die komplette Erde hier ausheben. Weil da ja dann auch so ein Glattsteinziegel hin soll. Als Boden. Ja, das kann bleiben. Das wird wieder verdeckt hier. Da ist einer zu viel weg. Ah ne, für die Wand. Ja, ne, das soll eine Wand werden.
Okay, aber dennoch kann ich hier doch Erde hin, weil man das ja nicht sieht, genau. Moment, der ist da weg. Okay, so, so. Es wird schon wieder dunkel, aber ich habe ja, ups, zum Glück ein Bett da. Naja, was heißt Glück? Das war schon Absicht. Sowas ist kein Glück. Das hat man sich erarbeitet. So, hier. Ah, es wird dunkel. Ich glaube, ich lege mich doch gleich hin. Naja, so ein paar Schaufelstiche können wir noch machen. Und ein bisschen was reinsetzen. Und Hunger habe ich auch wieder. Naja, das zum Frühstück morgen. So, kann ich mich... Ja, ich glaube, ich kann mich schon hinlegen. So, hier. Zack. Ja, genau. Ich könnte mich auch beim Dings ins... beim Alchemisten ins Haus legen, aber... Ach, ist egal. So, dann noch fleißig frühstücken. Was ich in echt zurzeit gar nicht tue. Oder so gut wie nicht. Nö, heute zum Beispiel wiederum nicht. Aber ja, warum soll ich was essen, wenn ich keinen Hunger habe? Also das muss dann ja auch nicht sein. Ich kann ja jederzeit was essen, wenn ich will. Und wenn ich gerade keinen Hunger habe, dann esse ich ja eben einfach nichts. So, das wäre dies hier. Dann noch die Wände ein wenig angleichen. Also bis hierhin soll das Ganze werden. Das reicht. Ja, dann kommt das da auch hin. Jetzt steht mir das Schwein im Weg und ich kann das nicht zumachen. Na gut, dann warte ich eben. Na, dann nehme ich hier doch lieber wieder die Schaufel. So, ja gut, machen wir das gleich hin, dann ist das erledigt. Jetzt steht das Schwein hier. Ja gut, Hauptsache ist es weg und ich kann ja zumachen. So, nochmal die Schaufel. Dann haben wir schon fast den Keller hier fertig. So, und der hier weg. Was ist das von außen hier? Ich glaube, ich muss die Sachen da oben doch verlegen nach hier unten. Und erstmal das hier machen. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, ja, doch, das muss ich so machen. Weil das hier, diese Erde soll ja hier noch weg. Das Problem ist nur mit dem Wasser hier. Dann müssen wir hier eine Mauer ziehen. Das nutzt alles nichts. Obwohl wir das hier hin, doch, das da hinten können wir lassen. Das können wir lassen. Gut, ich mach mal. Ne, Moment. So, so. So. Da kommt ja wieder was hin. Ich weiß jetzt nur noch nicht genau was. Beziehungsweise wie das denn aussehen wird. So, das da muss dann bleiben. Okay. Und das wird aber, das Haus geht ja nur bis dahin. Mal schauen. Hier, so, das dürfte aber hier genügen. Da muss ja nicht so viel Platz sein. Da muss ja... Ah, nee, das war verkehrt. Ja, gut, da eine... Ja, das wäre schon nicht schlecht, wenn das... Wenn das eine Steinmauer wäre. Aber das andere hat, muss ja nicht sein, das bringt nichts. Aber egal, wir können das ja immer noch hinmachen. So, hier mache ich mir mal einen Durchgang. Das muss ich so lassen, ja. Dass ich hier hochkomme. Ja, ich will doch hier oben bleiben. So. Nein, ach komm ey, was ist das denn? Ich gebe es auf. Ja, das sieht nicht gut aus hier mit diesen Steinen. Da müssen die wieder weg. Dann sieht man das innen da. Ja, dann ist das eben so. Nutzt nichts. Ja, ist okay. Na komm, lass mich da hoch. Ach, hallo, was ist denn da jetzt los? Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich gerade so unterschiedliche Spiele spiele. Nämlich Minecraft, PUBG, wo die Steuerung zwar ähnlich ist, also auch die Mausempfindlichkeit, aber eben doch ein bisschen anders. Dann auch den Tank Mechanic Simulator seit einiger Zeit. Da ist die Steuerung viel anders, auch viel fahriger und so weiter. Und das, da kommt das Muskelgedächtnis wohl ein bisschen durcheinander.
Der war wahrscheinlich schon zu hoch. Nö, gar nicht wahr. Ich muss ja bis... Oh, ich muss ja das da oben alles noch machen. Oh, das wird aber ganz schön hoch. Naja, gut, ich kann das ja anders machen. Nö, das will ich eigentlich nicht so machen. Ah, okay, wir kriegen das aber hin. Dann mache ich hier oben die Tür, die geht dann aufs Dach von dem Haus, dann ist im Dach eine Luke. Und da geht's weiter. Wir haben eben hier ein gewisses Gefälle, das überwunden werden muss. Und von hier aus, von da unten geht das ja nicht, weil da die Werkstatt ist, des Alchemisten. Also die Tür ist jetzt da oben und da bleibt sie auch. Das ist schon okay. Ja, das bleibt auch da. Ja, ja, okay. So, bis hier. Ja, das reicht auch. Das ist genug. Da kann ich die Decke ja noch ein bisschen höher machen. Ja, genau. So, hier machen wir das noch ein bisschen höher hier. Nee, aber Moment mal, wie hoch will ich denn hier das haben? Wo muss die Decke hin? Und aus welchem Material mache ich die eigentlich? Ich muss mal ins Lager. So, ab ins Lager. Dann holen wir uns mal einen Schwarzeichenstamm. Der müsste irgendwo hier drin sein. So, eine... Ja, ich kann mal alles mitnehmen. Wer weiß jetzt, wo wir das noch brauchen. So, die Decke... die sollte dann aber aus Holz sein. Das könnte aber dann auch ein dunkleres Holz werden. Aber Fichte... Das Fichtenholz? Ja. Ja, doch, also Tropenholz? Nee, das würde ich nicht machen. Das auch nicht. Schwarzeiche wäre noch was, aber das... Ja. Nee, doch, ich will Fichte haben. So, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. Die Fichtenholztüren sehen eigentlich auch ganz gut aus hier. Ich nehme mal ein paar mit. Und von da nehme ich auch was mit, eventuell für die Decke dann. Säune? Nö, erstmal nicht. Dass die Decke ein bisschen höher wird. Oh, ich muss wieder was essen. Ja, okay. Da muss ja auch noch eine Tür hin. Aber jetzt basteln wir es. Ah ja, genau hier. Moment, halt, warte mal. Nee, doch, das war schon richtig. Hier so. Und für die Decke dann sowas. So, wie wäre es mit dieser Deckenhöhe hier? Oder wollen wir das noch eins höher machen? Ich glaube, das würde mir sogar noch besser gefallen. Nee, verkehrt. Ja, dann mache ich einfach das hier weg. So, hier nämlich. Das. Ja, verkehrt. Das soll ich hier so ein Lager... Ja, doch, das ist mir lieber. Komm, ich beschließe das jetzt hier. Bleibt so. So bleibt das jetzt hier. Okay, so, dann hier rum. Dann muss da noch die Mauer hingezogen werden. Okay, machen wir das mal. Damit haben wir schon mal die Höhe geklärt. Hier für unten. Kompliziert hier hinzukommen. So, Stein. Ja, genau so. Hm. Und das haben wir da schon. Okay. Will ich jetzt den ganzen Keller so... Ja, doch. Da muss aber hier noch ein Eingang hin. Ja, den kriegen wir auch noch hin. Das ist ein bisschen eng hier alles, ne? Vielleicht müssen wir das doch ein bisschen größer machen noch, obwohl das eigentlich von der Grundfläche hier definitiv ausreicht. Ah ja, doch, genau, das ist die richtige Höhe. So. Boah, das ist zu tief. Das wird aber ganz schön hoch. Aber ja, ich meine, ich muss ja hier auf eine Höhe kommen, wenn ich das so lassen will. So, sind wir da ein bisschen höher, noch eins höher. Der hier und diese beiden hier. So.
Und dann kann ich mal mit der Decke hier weitermachen. Oh, was ist das? Nein, das soll dahin. Moment, da muss ich ja den hier so hin machen. Genau, so, ja, richtig, genau. Das heißt, hier, der muss wieder weg. Und neu gesetzt werden, genau so. Und der hier, so, nee, eben nicht. Nee, 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 eben nicht, das war verkehrt. Irgendwie, da, genau. Nö, jetzt will er nicht. Da, doch so. Und hier, ah ne, da muss ja hier schon... Ja gut, ich lasse das mal. Ich lasse das mal, das machen wir dann später. Der muss dann... so hin... Ja, ich ziehe das einfach ganz durch hier so. Da hinten machen wir einfach so zu. Da kommt so ein Block hin. Habe ich den mit hier eigentlich? Der ganze Block hier. So, dass das eine Höhe ist. Ja, das... Ist das das richtige Holz? Ja, ich glaube schon. Ja, es wird wieder dunkel. Ich muss mich gleich wieder hinlegen. Oh, jetzt habe ich nichts mehr da. Okay, dann muss ich auch noch neue Materialien bauen. Machen wir morgen. Jetzt lege ich mich erstmal hin. So, gute Nacht. Gute Nacht. Falsche Taste erwischt.